und herzlich willkommen zu Zwonk. Ich bin Isa und heute möchte ich mit euch über das weibliche Prinzip von Meg Wolitzer sprechen. Das Buch ist am 16. Juli im Dumont Verlag erschienen, kostet neue 24 Euro als gedruckte Ausgabe oder 18,99 Euro als E-Book. Das hier ist ein Rezensionsexemplar, vielen Dank nochmal dafür. Und schauen wir uns zunächst die Ausgabe an. Ich finde das Cover ganz wunderbar. Ich finde, es schreit einen geradezu an, ist aber auf der anderen Seite wirklich hübsch. Ich finde es super, super schön im Bücherregal. Und ansonsten befindet sich nach einem rosa Vorsatzpapier hier der weiße Einband. Ich finde weiße Einbände immer so ein bisschen problematisch, gerade jetzt im Sommer, weil man da dann manchmal doch Spuren sieht, wenn man das Buch dann doch ein bisschen länger in der Hand hatte und es warm ist, wie es jetzt leider auch die letzten Tage der Fall war. Aber ich finde die Ausgabe alles in allem gelungen. Also es gibt auch ein Lesebändchen und ich finde, die Ausgabe hat sich auch nicht richtig rund gelesen. Ich finde, sie sieht eigentlich immer noch fast aus wie neu. Man sieht es halt ein kleines bisschen, aber das ist wirklich kein Vergleich zu manch einer anderen Ausgabe. Also da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden und kommen wir jetzt zum Inhalt. In dem Buch geht es, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, im Großen und Ganzen um das Thema Feminismus. Es handelt sich hierbei aber um einen Roman und nicht etwa um ein Sachbuch, aber um einen Roman mit sehr viel Tiefgang und um einen Roman, der viele, viele wichtige Themen anspricht und diskutiert. Das Ganze ist unter anderem eingebettet in die Geschichte unserer Protagonistin Greer Kadetsky. Greer ist eine junge Frau, die gerade neu an einem College anfängt und das Erste, was sie an diesem College mitbekommt, ist ein Kommilitone, der immer wieder übergriffig wird und das Ganze geht so weit, dass er dann eben auch der College-Leitung gemeldet wird. Das Ganze bleibt aber mehr oder weniger ohne Konsequenzen, sodass sich eine kleine Initiative aus Frauen gründet, die betroffen sind, die versuchen dagegen vorzugehen, allerdings ohne großen Erfolg. Eines Tages spricht dann eine ältere Feministin an der Uni und unsere Protagonistin geht natürlich hin und kommt dann mit ihr ins Gespräch, trägt ihr Anliegen vor und die ältere Protagonistin namens Faith Franks interessiert sich dann eben auch für Greer und ihre Geschichte und die beiden Frauen sollen sich nicht über allzu lange Zeit aus den Augen verlieren und weiterhin eine wichtige Rolle füreinander spielen. In der Geschichte geht es aber nicht nur um Greer, es geht auch noch um viele andere Schicksale, um zum Beispiel den Freund von Greer, der einen ganz besonderen Hintergrund hat und eben auch einen besonderen Schicksalsschlag erlebt, aber auch noch um ein paar andere Leute. Es handelt sich also quasi um viele Einzelschicksale, die aber alle zu einer Geschichte gehören und ein großes Ganzes bilden. Das Ganze ist sehr realistisch gehalten, wie ich finde. Allerdings hat das auch noch die Konsequenz, dass man teilweise nicht so richtig weiß, wo das Buch denn jetzt mit einem hin möchte. Es gibt zeitweise einfach keinen roten Faden. Mich persönlich hat das jetzt nicht gestört, weil ich finde, dass die Schicksale unfassbar greifbar waren und ich fand es auch toll, wie verschiedene Charaktere diese erleben und damit dann auch irgendwie umgehen und es gehen einfach auch alle unterschiedlich mit den Situationen um, weil wir es hier eben auch mit sehr unterschiedlichen Charakteren zu tun haben. Die Diversität der Charaktere fand ich unheimlich toll und auch das trägt sehr dazu bei, dass mir diese Geschichte alles in allem sehr gut gefallen hat. Einfach weil so viele Dinge so gut zueinander passen, aber dennoch sehr realistisch und greifbar und nachvollziehbar wirken und das war eben auch ein Grund dafür, dass mich diese Geschichte sehr mitgerissen hat. Auf der anderen Seite war auch der Zugang zur Geschichte sehr leicht. Der Schreibstil lässt sich wirklich leicht lesen und man kauft den Ton auch den Charakteren ab, aus deren Sicht das denn nun geschrieben ist. Auch hier nochmal ein kleiner Hinweis, die Perspektive wechselt manchmal. Damit wechselt dann aber auch der Ton, in dem das Ganze geschrieben wird und auch das fand ich unheimlich gelungen und an der Stelle muss man sicher auch nochmal die Übersetzung loben, denn die fand ich wirklich makellos. So echt das Ganze wirkt, so ehrlich ist es auch geschrieben und das kommt eben auch beim Feminismus zu tragen, der hier beschrieben und diskutiert wird. Es geht teilweise eben auch ums Scheitern, ums Desillusionieren. Gerade die jungen Menschen in diesem Buch haben sehr ideale Vorstellungen, wie alles laufen soll. Aber auf der anderen Seite haben wir es dann auch mit älteren Charakteren zu tun, die entweder sehr stur sind
oder teilweise auch ein bisschen frustriert aufgrund der Verhältnisse, die herrschen. Das Ganze wird dann nochmal in Verbindung gebracht mit verschiedenen feministischen Ansätzen. Und was ich auch sehr spannend finde, ist die Tatsache, dass die verschiedenen Schicksale, die hier beschrieben werden, auch alle irgendwo wichtige Themen des Feminismus aufgreifen. Insbesondere Themen wie, warum es wichtig ist, dass es Feminismus gibt, warum Feminismus nicht nur etwas für Frauen ist, sondern etwas ist, das einfach jeden in der Gesellschaft etwas angeht. Und das fand ich hier ganz, ganz wunderbar, aber eben auch realistisch dargestellt. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, dass mir das Buch auch sehr viel gegeben hat. Zum einen einen so lebendigen Inhalt hatte, zum anderen aber auch einige theoretische Modelle ganz wunderbar vermittelt, obwohl es ja kein Sachbuch ist, sondern ein Roman. Und auf der anderen Seite ist der Roman für sich aber auch einfach unheimlich toll. Also zumindest konnte er mich sehr stark begeistern, einfach weil ich so sehr mitgefiebert habe mit den Charakteren, weil ich die Geschichten über die Charaktere einfach aufgesogen habe wie ein Schwamm. Viele Charaktere lernen wir am Anfang nur sehr oberflächlich kennen, weil wir das Ganze nicht aus ihrer Perspektive geschildert bekommen. Aber sobald die Geschichte dann wechselt, erhält das Ganze einfach so eine tolle Tiefe. Und ich finde auch, dass die einzelnen Hintergründe der Charaktere ganz, ganz toll geschildert, aber auch zusammengesetzt sind. Und ich muss einfach sagen, dass mich das Buch unfassbar begeistert hat. Einfach weil es so eine tolle Mischung aus wirklich gutem Roman und Konsistenz ist, denn die hat dieses Buch auf jeden Fall. Und ich habe schon länger kein Buch mehr gelesen. Vielleicht war das letzte, das mir so viel gegeben hat, Exit West, das eben mit so viel Inhalt und so viel Materie glänzen konnte wie Das weibliche Prinzip. Und das alles führt dazu, dass ich sage, ich würde Das weibliche Prinzip eigentlich fast uneingeschränkt empfehlen. Es ist eine tolle Geschichte aus unserer heutigen Zeit. Es geht viel um heutige Probleme, aber da wir eben auch unsere alte Feministin damit drin haben, bekommen wir auch viel über die Entwicklung über die Jahrzehnte erzählt. Natürlich ist das Ganze nur fiktiv, aber ich habe einfach das Gefühl, dass vieles in diesem Buch ein toller Stellvertreter für Dinge ist, die Menschen im echten Leben wirklich passieren. Und das Ganze wird dann mit so einem tollen Feingefühl erzählt, mit einem tollen Schreibstil und auch einfach so, dass es einen von Anfang an mitreißt. Und ja, es ist ein Thema, das jeden etwas angeht und das eben noch so, so wunderbar umgesetzt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen overhyped an. Vielleicht bin ich das auch, weil es mich einfach so mitgerissen hat. Aber ich kann euch nur empfehlen, lest in dieses Buch rein. Mich hat es unheimlich schnell gecatcht und das hat auch über das ganze Buch nicht abgerissen. Und es hat mich auch nicht die Bohne gestört, dass ich teilweise nicht so richtig wusste, wo die Reise denn jetzt hingeht. Einfach weil das, was hier passiert, so packend geschildert ist. Und bevor irgendetwas langweilig wird, wird dann eben auch schon wieder gewechselt, entweder auf eine andere Perspektive oder es gibt eben den ultimativen Plot-Twist. Ja, es war einfach gelungen und gut. Und das möchte ich auch in meine Bewertung zum Ausdruck bringen. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben und das war für mich einfach ein richtiges, richtiges Highlight, das ich euch an dieser Stelle uneingeschränkt empfehlen möchte. Das war jetzt vielleicht eine kleine Lobeshymne, aber ich hoffe dennoch, dass euch meine Eindrücke weitergeholfen haben und euch die Rezension gefallen hat. Falls ihr es auch schon gelesen oder angelesen habt, schreibt mir doch sehr gern eure Eindrücke dazu unten in die Kommentare. Das freut mich wie immer sehr. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!